Gleich unseren internationalen Wettbewerb Jazz Beat. Ich freue mich wahnsinnig. Mein Name ist Peter Materna, ich leite das Festival. Es sind auch Juroren angereist aus verschiedenen Städten. Ulrich Stock aus Hamburg, Julia Hülsmann aus Berlin und Roger Hanschel in der Nähe Köln. Ich glaube, dieser Wettbewerb hat viele Facetten. Es ist schade, dass es unter den jetzigen Umständen ohne Publikum läuft. Die Situation ist natürlich so, dass wir das nicht komplett live vor Ort machen können, also live schon. Die Bands werden dazugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass das Niveau sehr hoch war und es für die Jury sicherlich nicht leicht war, unter den Bewerbern die Finalisten, die 5 Finalisten auszuwählen. Hi! Hello together. I'm very pleased to see you. That's great. So ein Wettbewerb richtet natürlich auch die Aufmerksamkeit aller Beteiligten auf die Ästhetik. Man beschäftigt sich intensiver vielleicht als sonst bei einem Konzertbesuch noch mit der ästhetischen Qualität dessen, was da kommt. Und das ist eine Auseinandersetzung mit der Musik, die ich eigentlich schön finde. Der Wettbewerb Jazz Beat, geschrieben mit Doppel-E in Bezug auf Beethoven. Und das ist das ganz Besondere an diesem Wettbewerb, nämlich, dass er eine Brücke schlägt zwischen der Tradition, zwischen Ludwig van Beethoven und der zeitgenössischen Musik, dem Jazz, dem improvisierten Jazz auch, weil Beethoven ein Improvisationskünstler war. Ah, hi. Hallo. Hallo Fiona, hallo Moritz. Sollen wir uns einfach alle einmal vorstellen? Hier ist so zusammen, oder? So aber wer was spielt? Hey, ich bin Philipp Schieb. Pock. Nochmal. Hi, ich bin Philipp Schiepeck und spiele Gitarre. Hi, ich bin der Moritz Stahl und ich spiele Saxophon. Und ich bin Fiona Grund, ich bin Sängerin und zusammen sind wir Fiona Grund Interspaces aus München. Da
Ja, das sind natürlich subjektive Kriterien. Ja. Jeder von uns aus der Jury hat natürlich einen anderen Background und einen anderen Zugang zur Jazzmusik und eben speziell dann auch noch mit diesem Beethoven-Thema. Ja, wenn man viel hört, was wir ja alle tun, dann gibt es vieles natürlich auch, was man schon kennt. Und man hat ein besonderes Gespür dafür und eine besondere Freude auch daran, am Neuen. Das Wort ist vielleicht ein bisschen komisch, originell. Etwas zu hören, was auf irgendeine Art vielleicht anders ist als das, was man schon kennt. Ist da was, was ich spannend finde, was vielleicht neu ist? Natürlich auch die Art und Weise der Präsentation, also dass die Band den Eindruck macht, sie weiß, wie man gute Musik macht. Wie funktionieren die als Band? Wie ist das Zusammenspiel? Wie ist die Kommunikation untereinander? Ist da jemand, der sehr im Vordergrund ist? Oder ist es eine Band? Instrumentenbeherrschung, Präsentation auf der Bühne, alles das kommt dann da zum Tragen. Wir haben ja miteinander geredet in der Jury und dann kann sich das auch nochmal verändern, weil andere was anderes wahrnehmen und zusammen hat man dann ein besseres, vollständigeres Bild. Am Ende ist es dann jeweils eine subjektive Auswahl. Hello. Hi, hi. I'm Arthur Nudge, and I'm playing industrial. I'm playing keyboards, and I'm very happy to participate in the Jazz Beat Contest with my band. It's been a really, really great pleasure. Immer viele Situationen, wo man sehr nervös ist. Eigentlich, ich bin immer nervös, wenn ich auf die Bühne gehe, also so eine gute, angenehme Nervosität. Also es ist auch gut, wenn man solche Situationen üben kann, wenn man üben kann, auf dem Punkt etwas präsentieren zu können. Hi Mathieu, nice to see you again, hello. Hi everybody, my name is Mathieu Masvé and here is Michael Cina, drummer of our trio we have with bass player Xavier Huck. We are really happy that we could play this live stream with a new composition and all composition in the same set. We've been working together for a little bit more than 2 years already and we have now new recording out.
das erinnert mich oft eben an meine Jugend sozusagen, ja, also mit welchem Elan und mit welcher Unbekümmertheit man an die Dinge rangegangen ist. Und natürlich sehe ich auch, dass man sich als junger Mensch noch in so einer Blase befindet, ja, und denkt, man ist der Tollste und so, ja. Aber das gehört zur Jugend dazu. Das ist irgendwie fantastisch, diese jugendliche kreative Energie. Ohne die ist alles nichts, ja. Da kommt alles her, was der Mensch irgendwie wissen will und erleben und entdecken will. Das beginnt genau da. Und das ist toll, wenn man das so ein bisschen aus einer älteren Perspektive heraus sich angucken kann und bewerte. Wenn junge Leute sich in dieses sehr schwierige Feld der Jazzmusik begeben und das Risiko eingehen, finde ich das per se schon mal gut und bewundernswert. Und wenn ich dann auch noch merke, dass sie das mit viel Enthusiasmus machen und da ganz viel reinstecken, dann ist es noch mal schöner. Das ist sehr inspirierend. Jazz ist ja eine Kunst, die nun auch schon über 100 Jahre alt ist, sich immer weiterentwickelt hat und sich durch junge Leute auch immer weiterentwickelt hat. Jazzmusiker, die heute groß und anerkannt sind, die waren einst jung und nicht alle von denen machten eine Musik, die dann gleich auf Zuspruch stieß. Oft wurden sie stark kritisiert. Heute haben natürlich viel Musik auch gehört, die es schon gibt. Ich stelle mir das auch schwierig vor für einen jungen Musiker, wenn er oder sie viel Musik hört, dann zu sagen, wo ist jetzt meins, wo bin ich, wo gehe ich hin, wo ist mein Platz? Hello to Italy. Hi. We are now in Bologna, we are rehearsing for tomorrow final. I'm Carlo, I play the bass, I come from Milan. I'm Evita, I play drums and I come from Milan too. I'm Ottavia, I play the harp and I come from Sicily but I live in Bologna. Ich finde Nachwuchsarbeit sehr wichtig, weil man die jungen Leute darauf vorbereiten muss, wie, wo es hingehen kann, auch was man braucht, wie die, ich sag's mal, Business-Situation ist, aber gleichzeitig auch die Kunstsituation. Förderung ist, glaube ich, gut. Aber das Selbstbewusstsein, das müssen sie schon selber entwickeln, glaube ich. Ich vertrete da immer die Richtung, dass man seinen eigenen Weg finden muss, dass man sich nicht verbiegen sollte, sondern dass man einfach sich selber treu ist und das sucht, was man ist. Wo der Stoff ist, wo es passiert. Das finde ich wichtig. Das ist eine wichtige Message an den Nachwuchs. An sich glauben, die eigene Ästhetik entwickeln, auch gegen Widerstände, glaube ich. Man kann nicht durchgängig auf Zuspruch hoffen, wenn man etwas Neues versucht. Ich habe mal einen guten Satz gehört von einem Professor Richie Bayrach, Pianist. Der hat gesagt, wenn man studiert oder wenn man so am Anfang ist, dann muss man eigentlich den Kopf aufmachen, alles reinlassen, dann zumachen und dann anfangen zu sortieren. Was davon brauche ich? Möchte ich? Spricht mich an? Und was davon nicht? Und das finde ich ein ganz gutes Bild. Welcome. Hello. My name is Peter. I'm the director of the festival. I just wanted to say hello to you. Thank you.
We picked up the guys from the airport. Picked up. Woo! Woo! Here we are in St. Paul. These guys came in from LA. We're here in St. Paul, Minnesota, part of the Twin Cities. Minneapolis is the other one, and in the USA. And we're hyped now. Yeah. It's on now. So this Tuesday, we haven't played together in over a year, and so we're gonna take. My family was awesome, and they went to stay with friends this week, so we have the house to ourselves. We're gonna be rehearsing all week. That's right. Getting the new tune together. Yep. Getting our old tunes back together. Yep. And we're pretty psyched about that. Schwierig, ne? Musik zu beurteilen. Also es sind ja alles Gewinner und die haben tolle Musik gemacht. Also das ist jetzt so ein bisschen für uns eigentlich eine blöde Situation, ne? Dass wir da jetzt ein Ranking herstellen müssen. Aber so ist es und wir sind uns da eigentlich auch schon fast relativ klar und werden jetzt mal zur Enddiskussion ansetzen. Okay. It's a big, big pleasure for everybody of us. The music was wonderful. The quality was so extremely high, and you all are winners. Thank you very much for joining the competition. And I announce the third prize as first, okay? It's Fiona Grant, Interspaces. Congratulations. And the second prize is Will Kier Trio from the USA. Congratulations. Thank you. And now we announce the first prize. In der Benennung des Siegers war die Jury sich sofort einig. Ein Trio mit herausragender Interaktion, gleichberechtigter Akteure, kraftvoll, ohne es an Sensibilität fehlen zu lassen, komplex und doch nicht abgehoben, zeitgenössisch in seiner Ästhetik mit einem erfrischenden Mut zum Risiko, transparent und dicht, mal poetisch, mal mysteriös und immer mit der Gabe, in aller Ruhe Spannung zu erzeugen. You want to know who it is? It's Mathieu Mazoué Trio from Switzerland. Congratulations, Mathieu. Great. Thanks to all of you at the Jazz Respond for organizing everything. It's been really nice that we could play, and thanks to my two colleagues who couldn't make it today, but they will be probably really happy to learn this, to hear this. Also ich würde jetzt konkret in der heutigen Situation wünschen, dass Sie einfach am Ball bleiben, dranbleiben. Erfolg. Und einfach nicht aufgeben. Das, was ihr macht, hat eine hohe Qualität und das wird gewertschätzt und macht so weiter.